Wir befinden uns immer noch im Shinra-Gebäude, im 69. Stockwerk bei Let's Play Final Fantasy VII. Der Raven Knight heißt euch recht herzlich willkommen und der Und der Gast Defcon. ist auch dabei. Genau, und wir haben uns letztes Mal hier hingestellt und denken immer noch, hier ist eine Blutlache. Der folgen wir doch mal. Mal schauen, was uns hier oben erwartet. Ein Zombie. Ja, warum ist hier alles sauber? Das ist doch. Automatische Reinigungssysteme. Was zum. Da unten lag Teppich, deswegen ging das da nicht. Ach so. Ja, dann. Ha. Der hat einen Knüppel im Rücken. Der hat einen Game-Knüppel im Rücken. Ein Wii-Controller. Ja. Er ist tot. Der Chef von Shinra Inc. ist tot. Sehr schön. Und Tifa geht mal hin und schaut nochmal nach. Dann muss dieses Schwert Sephiroth gehören. Sephiroth ist am Leben? Sieht so aus. Nur Sephiroth kann dieses Schwert benutzen. Ja, weißt du Quatsch. Ist doch egal, wer es war. Das ist jetzt das Ende der Shinra. Na, glaubst du auch? Wer ist das denn? Haha, da ist er! Da ist er! Der wird's wohl. Bitte bring mich nicht um! Was ist passiert? Sephiroth! Sephiroth ist gekommen! Hast du ihn gesehen? Hast du Sephiroth gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Du hast ihn wirklich gesehen? Ah, würde ich ihn dann in solchen Moment anlügen? Und ich habe auch seine Stimme gehört. Aha. Er sagte, dass er uns das verheißene Land nicht überlassen will. Und Ja. dann? Soll das heißen, dass das verheißene Land wirklich existiert und dass Sephiroth hier ist, um es vor den Shinra zu retten? Also retten würde ich das jetzt nicht nennen. Nee. Er soll sein Guter? Das verheißene Land retten? Ein Guter? Keinesfalls! Er ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Ich kenne ihn. Sephiroths Mission ist eine andere. Mann. Weg ist er. Wäre zu Was ist schön das? gewesen. Rufus! Mist! Den habe ich ganz vergessen. Wer ist Muss ich schnell das? ab? Ja. Vizepräsident Rufus, der Sohn des Präsidenten. Der läuft im Hintergrund, hä? Irgendwie ist er lang gelaufen. Werden wir gleich sehen, wer es war. Ach so, das war wahrscheinlich Fahrer. Ich habe gehört, dass er lange woanders hinversetzt war. Ich weiß nur seinen Namen. Ich habe gehört, dass ihn nie jemand bluten oder weinen gesehen hat. Was? Was für ein Mensch er wohl ist. Naja, vielleicht besser als sein Vater. Man weiß es nicht. Aber So. Ich will das Schwert haben. irgendwie, diese Zeichnung da auf dem Boden sieht so ein bisschen aus wie ein Fieberthermometer, Ja, ein dass bisschen. der Präsident im Arsch steckt. Ja. Ja, dieses Schwert kann man ja trotzdem noch später bekommen. Was, das Ding? Ja, das kann man später bekommen. Okay, das wusste ich nicht. Ich hab's bis jetzt. Das war wirklich etwas, was ich bis jetzt nur einmal geschafft habe. Oh, der Präsident Rufus spricht. Hallo? Also ich war ja der andere. Ja, Na gut. jetzt bist du der andere Präsident. Scheiße. Also, Sephiroth war übrigens tatsächlich hier. Wer seid ihr Typen denn? Er kennt Ich ja bin eh. Klaus, ehemaliger Soldat, erster Klasse. Ich bin von Avalanche. Gleichfalls. Ein Blumenmädchen aus den Slums. Ein Forschungsobjekt. Was eine Bande. Das ist ein englischer Fließgeiler. What a crew. Ja. Ah, ich muss meine Haare schön machen. Also, ich bin Rufus, der Präsident von Shinra Inc. Du bist nur Präsident, weil dein Alter gestorben ist. Na und? Stimmt. Du kannst dir meine neue Antrittsrede anhören. Oh Mann. Der Alte versuchte, die Welt mit Geld zu kontrollieren. Scheinbar hat es funktioniert. Gehst du wohl von tiefer weg? Die Bevölkerung hat gedacht, dass die Shinra sie beschützen würden. Gehst du wohl von Eris weg? Arbeiten bei Shinra, den Lohn bekommen, wenn ein Terrorist angreift, dann hilft ihnen die Shinra-Armee. Sieht von außen perfekt aus. Aber ich mach das anders.
Ich werde die Welt durch Furcht kontrollieren. Die Methode meines Alten ist zu umständlich. Okay. Ein klein wenig Furcht kann die Herzen der Menschen kontrollieren. Es besteht kein Grund, Geld auf die gemeinen Leute zu verschwenden. Oha. Er hält gerne Reden. Genau wie sein Vater. Hau mit Aeris aus diesem Gebäude ab. Was? Ich erklär's später. Barrett, das ist die echte Krise für den Planeten. Was zum Teufel soll das heißen? Mache, Junge, laber dich. Ich sag's dir später. Glaub mir jetzt einfach. Ich gehe, wenn ich mich um ihn gekümmert habe. Okay, Cloud. Tschüssen. Gute Reise. Mein Gott, ich bin eine Wolke. Okay, Leute. Oh, Mann. Ich finde ja genauso genial die Namen von Final Fantasy 13. Oh ja. Jeder halt heißt irgendwas anderes. Ja. Cloud, gerade ist mir was eingefallen. Dass du hier bleiben musst, richtig. Ich muss mal. Ich warte auf Cloud. Schnell, alle zum Aufzug. Oh Mann. Ist auch geil, sie rennt das dahin und dann dahin. Ja. Was macht sie jetzt? Schließt sie ab oder was? Gibt's im 69. keinen Aufzug? Nee. Ab jetzt wird's ziemlich übel. Wir sollen unsere Ausrüstung überprüfen. Versuch's sonst entfernen. Das ist jetzt nämlich der Grund, den ich im letzten Videoblog, den ich mit Boris und ich noch zusammen gemacht habe, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an dich. Wo ich gesagt habe, ich muss die Substanzen nochmal neu verteilen. Denn es wird nochmal ein bisschen interessant. Jo, da bin ich auch damals abgekackt, als ich an der Stelle war, weil ich das vergessen hatte. Wir werden jetzt nämlich die Substanzen neu verlegen, nämlich hier jeder von den dreien, also Red 13, als auch Barrett, werden gleich neuere Substanzen zugemischt bekommen, damit eben halt ein gewisser Kampf später ein wesentliches Stück einfacher ist. Um es mal so zu sagen. Beziehungsweise machbar. Ja, machbar ist er eigentlich schon, man muss nur drauf naja. Machen, wie man es handelt. dann nehmen wir nochmal in die Rüstung Element auf. Habe ich jetzt Feuer mit Element gekappelt? Genau, sehr schön. Du kannst auch Erkennen mitnehmen, wenn du noch einen Platz frei hast. Das finde ich immer ganz gut. Ja, Erkennen hat schon Aeris mit. Ich habe zweimal Erkennen-Substanz. Achso. Ja, dann gibt es die andere doch Cloud, oder? Ja, für gleich, stimmt. Eine Stehlen hat sie nur, aber er hat Erkennen drin. Ja, ich komme jetzt bei ihm, komme ich nicht auf Substanzen, aber die kann ich später auch wieder neu verteilen. Das ist nicht das Problem. So, Stehlen mit Gift kombinieren bei der Rüstung. Naja, ist ja egal. Ich nehme alle Substanzen jetzt mit, damit sie alle ein paar AP bekommen. Ja, diese Verbindung, die bringen ja eigentlich erst bei den ganz späten Substanzen wirklich was. Richtig. Wenn du jetzt hier, wie heißen die, dass du direkt beim Anfang des Kampfes einen Angriff ausführst und dann diese Substanz, die da drin ist, die wird dann halt ausgeführt. Richtig. So, jetzt haben wir zumindest die Gegenstände alle mal gekoppelt, so wie ich sie haben wollte. Und wir können uns dann jetzt hier rausbegeben. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass Aeris wesentlich schneller ist als Cloud auf dem Dorf der Weltkarte. Habe ich immer noch das Gefühl. Meine Frage. Was gibt es eigentlich, wenn man die alle Substanz auflevelt? Ja, bis zu 4. Dann kann sie 4-mal alle zaubern und sie ist sehr wertvoll. Wenn man sie als Master-Substanz also sprich, verkauft. Wenn du die jetzt nur auf Level 1 hast, dann kannst du das nur einmal machen und dann ist sie weg, oder wie? Nee, dann hast du alle Effekt nicht mehr. Okay. Dann hast du den Alle-Effekt nicht mehr. Wenn zweimal ist, kannst du zweimal alle zaubern. Dann kannst du immer alle zweimal zaubern. Und so weiter. Und die ist immer sehr wertvoll. Diese Substanz. Wenn du sie verkaufst auf Master-Ebene, kostet sie 1,4 Millionen Gil. Also, das ist schon durchaus es wert, sie dann zu verkaufen. Wie lange dauert das, bis du die auf Master hast? Das dauert. Ja, jetzt, Stand jetzt würde ich ewig und 3 Tage brauchen. Allerdings ist das Ganze doch noch einen Tacken einfacher. Später. Da kommen noch Gegner und auch ein paar Gegenstände zu, die es dann einfacher machen. Okay. Und Leute, für alle, die es noch nicht verstanden haben, vielleicht ist es damals bei dem Video mit Final Messenger 13, auf dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an dich, nicht richtig rübergekommen. Barrett steht bewusst hinten, denn sein jetziges Sturmgewehr hat als Waffe sowohl die Wirkung, die gleichen Schaden in der hinteren Reihe als auch in der vorderen Reihe den Schaden auszuüben. Deswegen steht er hinten und kann ein paar Punkte auch mehr als Schaden fressen. Das habe ich bewusst so gemacht, weil eben halt diese Waffe eine der wenigen ist, die diesen Effekt hat.
Sondern wollen wir mal welche Reihe möchtest du eigentlich stehen beim Lucifer RPG? Vorne, Mitte, hinten? Mittlere Reihe. Okay. So. Und das ist der Kampf, von dem wir gesprochen haben, der es nicht unbedingt wesentlich einfacher macht, das Spiel. Genau, das Problem ist halt, dass man den nur mit Fernangriffen treffen kann und das war damals mein Fehler. Richtig, zum Beispiel Barrett ist dafür prädestiniert. Und außerdem können wir immer schön jetzt die Zauber auch rausholen. Barrett kann immer normal angreifen, deswegen habe ich ihm auch keine Angriffszauber gegeben. Genau. Da er auch mit seinem Limit dann immer schön draufhauen kann. Beziehungsweise mit seinem normalen Angriff, ja. Richtig, da ist das kein Problem dann. So, und ich erkenne diesen Gegner erstmal. Ich möchte erstmal wissen, was der überhaupt für Werte hat. Und außerdem macht Aris' heilender Wind, ihre erste Limit-Ebene, den Kampf sowieso ein bisschen einfacher. Der 100er Schütze, der ist noch nicht allzu schwierig. Schwach gegenüber Sitz, okay. Richtig, ja, wenn man einen Zauber draufhaut, der macht gut Schaden. Sind eigentlich alle Maschinen, oder? Schwach gegenüber. Ja. Was macht er jetzt für eine Artillerie? Sturmkreisüberlastung. Autsch. Okay, gut. Das ist keine Artillerie, das ist... Und der Blitzzauber kommt. Und er kriegt auch mal ein bisschen Eis auf die Nase. Wenn ich übrigens einen Gegner angreife und die Magie ist und die Waffe ist eigentlich mit alle gekoppelt, dann wird der alle spruchlich abgezogen. Hauptartillerie. Oh ja, sehr schön. Machtschlag. Das ist schon eher Artillerie. Ja, und das geht jetzt wenigstens einen schönen Machtschlag ins Gesicht. Den wollte er ja haben. Hat er sich ja angemeldet für. Ich hab die ja obwohl, führen sie auch schnell genug wieder auf. Ja. So, und bam, nochmal ein Blitz hinterher. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Lungenpunkte hat er noch. 651, auch das ist okay. Kann man nichts gegen sagen. Und ja, Red 13 Sledzahn, der trifft nämlich auch schön. Und der heilende Wind hinterher. Direkt wieder am Limit, meine das. Bam! Und ja, ich habe glaube ich noch Gegenstände, die ich werfen könnte, rein theoretisch. Ja, ich habe ein Lokokraut, aber das bringt nichts. Seine Maschine zu verwirren bringt mal gar nichts. Und Gift auf eine Maschine. Kannst du ja verkaufen, ne? Ja. Und Gift auf eine Maschine zaubern bringt auch nicht wirklich viel. Also von daher lassen wir das einfach mal. Du müsstest ein Computervirus oder irgendwie so geben für Maschinengegner. Ja. So, 486 Punkte hat er noch. Das ist ja recht schnell gemacht. Da sind, glaube ich, noch so 2-3 Züge, dann war's halt. Genau, 2 Runden. Der 100er Schütze war ja nie das Problem. In diesen Kämpfen eigentlich. Nee, aber danach kommt noch einer. Und der macht es dann nicht mehr allzu einfach. Obwohl es auch machbar ist. So. Den 100er Schützen hatte ich auch noch hingekriegt, aber den danach dann nicht mehr. Der hat noch 175 Punkte, die sind ihm, glaube ich, spinz mit dem nächsten Blitzzauber dann weg. Ja, der zieht über 100 ab. So, und dann warten wir doch erstmal. Oh, ist er putt. Yay, komische Aufzugsfahrt, muss ich sagen. Ja, die geht man so abwechselnd. Langsam, schnell. Ja. Und da ist er, der Gegner, den er meinte. Der Heli-Schütze. Den der gute Deathborn 2048 meinte. Crisis Core, déjà vu. Aua. AB-Kanone. Oh nein! Es versucht doch tatsächlich mit Aris anzugreifen. Da werden wir nämlich gleich sehen, was passiert, wenn man es versucht. Man wird nämlich lesen, zu weit entfernt. Aber erstmal kennen wir den Gegner. Heli-Schütze, Ebene 19. 1000 Punkte. Schwach gegenüber Wind. Ja, gut zu wissen. Erreichen nicht möglich, stand da. So, und den Rest muss man eben halt mit Angriffen machen. Das ist aber auch das geringste Problem in diesem Kampf. Schusslinie. Ja, und jetzt kommt der Triangle-Angriff. Ja, genau. Zack. Alle drei. Ich finde das bei Crisis Core mal blöd, dass man nicht genau sehen konnte, wo hinten von dem Ding ist. Ja. Wenn man einen Gegner hinten trifft, dann macht man kritischen Schaden. Das stimmt. So, und das ist eigentlich ein Kampf, der jetzt auch recht schnell gemacht ist. Einfach weiter draufholzen. Richtig, und zwischendurch dann eben halt bei Aris die Limit-Tech verwenden. Und sie ist eingeschläfert. Das passt mir natürlich jetzt nicht, ne? Bam, weil sie ja den Blitzzauber hat. Naja, egal. Wechsel mit Red auf. Würde ich sagen, Barret, macht der mehr Schaden als Red? Ich warte, bis diese Artillerie rum ist, weil dann ist sie eh wieder wach. So, jetzt. Ja, okay. Barret, du sollst dich verschießen. Da schießt er daneben, der kleine Hampelmann, der. Mann! So. Ja, schießt auf ein bewegliches Objekt. Ja. Das ist nicht ganz so einfach.
Aber immerhin kann er auch nicht treffen. So. Übrigens habe ich in diesem Spiel auch ganz vergessen, dass man ganz am Anfang auch die Magie daneben hauen kann. Dass auch Zauber mal bei manchen Gegnern daneben gehen. Ach so. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der hat noch 378 Punkte. Das hab ich. Das geht, glaube ich, bei Final Fantasy 10, 2 und 12 auch. Dass die Magie daneben. Dass sie da daneben gehen, ja, das geht. Also bei 12 auf jeden Fall. Ja, bei 10, 2 auch, meine ich. Was lustig bei 10, 2 ist, dass Vitra und so, dass die standardmäßig auf alle gehen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. So, es dürfte ja nicht mehr allzu viele Punkte haben, aber 105. Na, einmal Zauber und das war's. Er kommt ich nicht mal mit jetzt einen anderen Bomber. Toll. Ausgerechnet jetzt hätte er hat doch kein Limit. Ja gut, dann ist alles okay. Puh. Auch er ist besiegt. Der dreht sich im Kreis die ganze Zeit. Ja. Und jetzt dürfen die weiter mit dem Aufzug fahren. Immerhin. So. Ich meine, sie haben ja das meiste schon geschafft, würde ich sagen. Richtig. 250 Punkte bekommen und 25 AP für die Substanzen und ein Mithril-Armband, sehr schön. Obwohl, 70 Stockwerke? Die waren nicht allzu schnell unterwegs. Nee. Okay, wir öffnen das Menü, wir können jetzt nochmal Cloud umrüsten. Weil er hat jetzt keine Substanzen mehr, das wollen wir auch ändern. Zumindest eine Substanz will ich ganz wichtig haben von ihm. Schutz! Ja, Schutz, nee. Doch. Er muss sich selber schützen? Ja klar. Das bringst doch voll, oder nicht? Er kämpft doch alleine. Schutz ist ja nur die, wo er sich alleine schützt. Dass er die Charaktere, die Probleme haben, schützen. Das ist das Problem. Das ist das. Ach so, ich dachte, es wäre sowas wie Rote. Barriere. Nee, nee. Ach so. Blitz und alle. Heilen müsste ich rein theoretisch gleich noch können. Müsste ich gleich mal gucken. Moment. Ich weiß, was ich vorhabe. Hä? Element? Gift. So. Dürfte eigentlich jetzt in. Ah, nee, dafür bräuchte ich die Zusatzeffektsubstanz. Naja, egal. Bräuchte ich die alle Substanz? Eigentlich nicht. Erkennen. Ich möchte ja wissen, was für Werte die haben. So, jetzt gucke ich auf die Gegenstände nochmal, ob ich da eventuell noch. Nein, reicht. Reicht dreimal. Okay. Tränke. 31 Stück. So. Ich finde das witzig. Es gibt. Kennst du Mark Lüm? Der hat mal so eine Real-Life-Parodie, sag ich mal, gemacht auf Final Fantasy und das nennt sich die College-Sage. Und dann gibt's so einen Getränkeautomaten. Aha. Und dann gibt's da so Final Fantasy 7-Style-Menü. Coke, Diet Coke, Fanta, Diet Fanta und dann Potion und Diet Potion. Warum willst du mit mir kämpfen? Du suchst das verheißene Land und Sephiroth. Genau. Wusstest du, dass Sephiroth vom alten Volk ist? Nö. Es ist viel passiert. Ich kann dir oder Sephiroth das verheißene Land sowieso nicht überlassen. Verstehe. Das heißt wohl, dass wir keine Freunde werden. Nö. Okay, Leute. Ein Kampf. Oh ja. Da werden wir auch. Kennst du eigentlich schon die Jazz-Version von der Mucke? Noch nicht, nee. Muss ich dir mal zeigen, das ist richtig groovy. In erster Linie müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass der Handlanger von Rufus mal hier ein bisschen abdankt. Ah ja, so der kleine Wuffi da. Und der ist nämlich, wie wir sehen, kann der gut Schaden von Gift fressen. Deswegen habe ich die Biosubstanz reingesetzt. Und irgendwie ist der Schwanz an der falschen Stelle. Ja. Das ist, ouch. Ominös. Erkennen wir ihn erstmal. Black Dog. Er hat nur einen Punkt! Na super! Kein Limit! Nee, dafür verwende ich das nicht. Warte mal, Achso, nee, schade. Ich hätte jetzt gedacht, wenn jetzt einer seine Limits Flächenschaden gemacht hätte. Oh, ja, gut. Das Blöde ist nämlich, dass dieser blöde Köter tatsächlich die Fähigkeit hat, seinen Härchen. Richtig, immer schön wieder mit Barriere und alles zu versehen. Ja, dann allerdings habe ich jetzt den Fehler gemacht. Ich ja, habe, egal, dann hau ich einmal. Muss ich die Limit jetzt raushauen? Auf naja, jetzt hat er sich die Barriere geschenkt, jetzt ist sowieso Schluss im Bus. So. Bleibt da. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit bei 5-7, dass man 0 Schaden macht?
Also, Ja, jetzt, gibt es. nein, von den Werten her, nicht, nicht jetzt durch irgendeinen Zustand. Ja, gibt es, ja. Okay. Gibt es. Die Möglichkeit gibt es. Pokémon da macht mal mindestens einen Schaden. Nee, das ist bei dem Spiel nicht. Es kann nämlich mindestens immer schön heilen mit Tränken und er ballert mich sowieso immer mit seinen Angriffen zu. Und jetzt werde ich ihn nämlich gleich auch mal bestehlen. Ist ja auch bei den späteren FF-Teilen so. Ja. Ich glaube aber, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte den Hund bestehlen sollen. Ja, ich wusste es. Ich meine, der Hund hatte was. Was, was später das Spiel hätte erleichtern können. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah. Naja, ich versuche ihn mal zu vergiften. Vielleicht klappt das. Das habe ich damals sowieso immer verpeilt. Egal bei welchem Spiel Bosse beklauen. So, ich muss mal nachgucken. Ich habe mir ja was aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass man ihn von was stehlen kann. Nee, war nicht. Dann kriegt er jetzt einen Kreuzschlag. Kein Ritterschlag, ein Kreuzschlag. So. Ein Kreuzritterschlag. Flame, Flame. Boom. Zack. Und er ist gestoppt. Seht ihr das? So gefällt mir das. Jetzt erkenne ich ihn nochmal. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Aus. Das ist eine Statue. So. 194 Punkte. Wie süß. Und jetzt greift an. Naja. Okay. Überraschung. Ich habe nur so getan. Hab nur so getan, als wäre ich gestoppt. Bin aber in Wirklichkeit gestoppt gewesen. Ist das schön. Aber als ich damals draußen hatte, wie die Limit-Ebenen sich erweitern, das hat gedauert. Da bin ich nie drauf gekommen. Das ist ja auch bei Final Fantasy X so, wenn man das erste Mal spielt bei Tidus, muss man so oft wie die Ekstase einsetzen, damit man die früh bekommt, aber das macht ja keiner. Jeder spart sich auch für den Boss. So, und jetzt warte ich nochmal. Komm, greif mich an. Ja. Kreuzschlag zum Tode. Sehr schön. Müsste eigentlich reichen. Ja. 99. Ey, was hat er gesagt? Ich gebe auf. Das sagt er immer an dieser Stelle. Ja, sicher. Toller Präsident. Der hat Muckis, der Junge. Jo. Okay, 310 Punkte, 42 AP. Schutzweste und Wachsamkeit. 42. Jo. So, jetzt können wir uns auch wieder frei bewegen. Wir benutzen nun mal einen Trank mehr. Und schauen noch mal. Die Schutzweste ist nämlich, glaube ich, genau hierfür. Vitalität plus 10. Anti-Gift, komm, kriegt er noch mal rein. Vitalität, also HP, oder was? Ja, die Werte haben mich eigentlich bei dem Spiel nie interessiert. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich es dann mal rausgelassen. Wie jetzt? Also HP-Erhöhung hast du mal weggelassen? Nee, da gab es später Substanzen für. Ach so. Von daher waren dann die Werte für mich immer was anderes. Ja, okay, dann. So, wo ging es denn hier nochmal weiter? Ging es hier lang? Ich habe auf Crisis Core so eine schöne, was war das? Aero so Vita HP plus 999%. Ja. Inzwischen habe ich eine Barrieresubstanz, wo plus 600 noch was Prozent sind, aber ich habe im Moment zu wenig SP, um die weiter aufzupowern. Okay. Irgendwie suche ich gerade den Weg, wo es weitergeht. Währenddessen laufe ich hier ein bisschen rum. Ach! Beule! Da ist er doch. Naja, man kennt mich ja. Beule in Action. So. Zack. Ja gut, das hat mich aber teilweise auch verwirrt bei einigen Bildschirmen. Und jetzt ich wusste, wo man lang muss. Ja. Und jetzt müssen wir hier ganz schnell raus, Leute. Ihr könnt euch ja denken, was in der Zwischenzeit passiert, wenn der Präsident umgebracht wird. So. Wo ist Rufus? Weg. Ich konnte sie nicht fertig machen. Sieht aus, als würde es kompliziert werden. Genau. Ach genau, rennt schon mal los. Frag mich vielleicht, ob ich nicht mehr nochmal speichern möchte oder so. Mann. Okay, die sind schon unten. Okay, alles klar. Ich gehe voran. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt durch das Treppenhaus da laufen. Oh je, oh je. Auf gar keinen Fall. Umzingelt, wie? Ich habe mir das bei einem Walkthrough mal reingezogen und... Boah, das ist ja lang, ey, das... Ja, das Treppenhaus. Ja, ja. Das wirst du in meinem Let's Play auch sehen. Oh nein. Wenn ich allein wäre, würde ich mir nichts draus machen, aber so habe ich einen Ruf zu verlieren. Hä? Was für ein Ruf? Ja, Barrett, der will ja dann eigentlich rausstürmen, aber jetzt doch nicht. Er würde angeblich dann die Leute bestimmt verlieren, der zieht die anderen ja mal ein bisschen in die Scheiße.
Ihr da, ihr verdrückt euch alle, solange ihr noch könnt. Sie sind nicht hinter dir her, sondern hinter mir. Ja, aber so weit kommt es nicht. Du bist wegen Marlene hier hineingeraten. Jetzt ist es an mir, auf dich aufzupassen. Okay, Schluss mit dem Affenzirkus, ihr Spinner. Selber Spinner. Danke, Herr Barrett. Was heißt hier Herr Barrett? Das klingt nicht richtig. Na gut. Wenn die Unterhaltungen jetzt beendet sind, dürfte ich dann vorschlagen, dass wir überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Hm? Oh, natürlich. Du bist ja die Kettenperson. Genau wie jemand anderes hier, den ich kenne. Hast du was gesagt? Aber nein. Also, was machen wir? Barrett! Okay, da kommt er. Na, jetzt kommt sowieso das Geilste. Richtig. Tifa, wo ist Cloud? Alle hierher! Hä? Was ist los? Wo ist Cloud? Ich sag's dir nachher. Los, schnell, macht schon! Oh ja, ich erinnere mich auch wieder. Oh ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Eine der wenigen Filmsequenzen, wo alle Charaktere wirklich bis aufs Detail genau dargestellt werden. Und keine Klötze als Hände haben. Jedenfalls, soweit es mit der Technik damals... Ja. Richtig. Wobei man ja bei Final Fantasy 8 dann gesehen hat, dass die PlayStation wohl ordentlich was noch zeigen kann. Ja. So, ui. Einmal durchfahren, bitte. Jo. Auf geht's. Die Treppe hoch. Ja. Jetzt müssen Werner Beinhardt einspielen eigentlich. Eigentlich schon. Miau. Boom. Oder Born to be Wild. Irgendwie sowas. Whee. Boom. Nö. Also es sind diese Highways, die erinnern mich immer so an die alten Darstellungen von Gotham City, wo auch immer so Autobahnen einfach so ins Leere geführt haben. Und hier nochmal für alle, die es lesen wollen, wie man das Motorrad bedient. Partei bilden? Ja, die Gruppe. Die Gruppe für nach der Situation. Werde ich sowieso mal nachschauen. Okay. Ja, die Gruppe lasse ich. Achso, Partei. Ach, das haben die ja scheiße übersetzt. Ja. Und ich wollte nochmal ins Menü. Die Substanzen nämlich nochmal umtauschen. Wiederherstellen alle, kann Barrett ruhig behalten. Aerosis-Substanzen kriegt tiefer, natürlich. Fub. Feines Können kriegt sie auch. Ich glaube, das bringt zwar noch nichts, aber egal. Und Red 13-Substanzen, oh je. Eis. Und. Blitz. Nee, Feindes, oh ja, Blitz ist aber jedenfalls nicht. So, alles klar. Dann sind wir einigermaßen gerüstet. Und es kann losgehen. Bam! Es wäre eigentlich ganz interessant gewesen, wenn die Substanzen jetzt hier auch bei dem Minispiel was gebracht hätten. Oh ja. So Leute, jetzt gibt es hier auch wieder Minispiele. Also ich fand dieses Minispiel damals eigentlich immer recht interessant. Mhm. Wenn ich mal es geschafft habe. So. Ganz ehrlich, allzu gut war ich in diesem Minispiel nie. So. Ja, das ist doch wohl. Hallo? Hallo? Ja, hau zu. Mach ich ja. Nur die fahren irgendwie mal weg. Ne. So. Ah, die gelben kann man wenigstens noch umrempeln. Daran erinnere ich mich noch. Ja, solange die nicht dran kommen an das Fahrzeug, ist ja alles in Ordnung. Richtig. Solange ich den Schaden fresse, ist das kein Thema. Boah, ich guck mir in der Zwischenzeit mal den Hintergrund an. Jo. Dö. Das sieht so aus, als wenn man außerhalb der Stadt fahren würde irgendwie. Oder die Stadt ist wirklich verdammt groß. Ja. Okay, also Aeris hat bis jetzt noch gar keinen Schaden gefressen. Eigentlich hätte ich sie in der Gruppe lassen sollen. Das ist auch praktisch, wenn sich der Schaden aufteilt auf die einzelnen Charaktere anstatt auf das Fahrzeug. Richtig. So, wieder ein. Und noch ein. So, und. Dich auch. Bei Advent Children konnten sie sich ja nicht verkneifen, das da auf so eine Szene einzubauen. Ja. Na. Ihr Rempler. Komm schon. Cloud, du hast ein total schlechtes Gefühl. Na. Ja. Ey! Jetzt gehen wir tiefer los? Die Straße ist umständlich gebaut. Ja.
Das war's, glaube ich, auch gleich schon. Wir hätten da mal so einen Jump einbauen sollen. Ja. So Sprungplätze zwischendurch. Oh Mann, die Arme tiefer, die hat gleich ein Problemchen. Ah, ich glaube, das war's aber. Geht doch noch, nur über die Hälfte. Weit über die Hälfte. Oh, nicht mehr lang. Nimm wir erst den, der vorne ist. Genau. Richtig, der ist mit gerade Aris zum ersten Mal verwechselt. Tja, Leute. Aua! Da kommt was. Was zum Teufel? Oh! Ja, das war die das Spielchen. Oh, Notbremse! Und was zum Teufel ist das? Ich wäre einfach rübergejumpt. Ja, eigentlich schon, ne? Obwohl, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ah, ich glaube, das ist ein gutes Stück. Du bleibst dann in der Wand hängen. Nein! Und es ist mal wieder Bosszeit, Leute. Achso, ist jetzt eigentlich die abgezogene HP jetzt hier drauf übertragen? Ja. Ah. Das war ja das Problem an der ganzen Kiste. Und ich, das Erste, was ich jetzt erstmal machen muss, ich habe natürlich wieder nicht nachgedacht. Ich muss die Gruppe natürlich wieder switchen. Weil die alle wieder so stehen, wie sie nicht sollen. So. Hier stehen sie wieder alle so, wie sie sollen. Ein Machtschlag bitte, dankeschön. Ein Feuerzauber. Und der schlägt daneben. Sehr schön. Herrlich. Ein Machtschlag. Einmal Fund. Boom. Charge Beam. Der hat gelernt bitte? Bei Samus Aran. Ja. Wenn. Er hat auch so einen Gewehrarm. Richtig. So, er ist auch auf Level 19, 2079. Schwach gegenüber Blitz wie immer. Kann sich das Level der Gegner eigentlich ändern? Nein. Ist immer nur so ein kleiner Standard, auf welchem Level man gar keine Probleme gegen den hätte, glaube ich. So war das damals mal gedacht. So. Kann auch sein, dass das jetzt wieder absoluter Quatsch ist. Also ich habe das mal nur so Leuten gehört. Oder vielleicht für Level 5 tot. Ist deswegen... Ja, das auch. Dafür auch, ja klar. Da wäre das sowieso wesentlich logischer. Weil wenn man die Gegenkenne will haben, dann kannst du das ja vergessen. Bäm. Naja, viel Schaden ist das natürlich nicht, was sie mit Feuer machen. Er hat nichts, okay, dann müssen wir weiter Blitz draufhauen. Tiefer, greif an. Der wurde im Blitz erst zu schnell gefahren. Oh, 214, schöner Schaden, der gefällt mir. Das gibt Punkte in Flensburg. Ja. Ich hatte Erfahrungspunkte. Ich hatte erst vor kurzem einen, der reicht mir. Ja, was hast du gemacht? Handy am Steuer. Ah! Kein Headset? Nee, kein Headset. Oh. Ich gehe normalerweise nie ans Handy dran. Ich dachte, irgendwie ist irgendwas Wichtiges, weil die Person, die mich angerufen hat, mich normalerweise nie anruft. Ja, und ich gehe dran. Scheiße. Naja, egal. Was will man machen? Habe ich nicht noch irgendwas Witzmäßiges? Tödlicher Müll? Ja. Atommüll? Wow. Oh, Alter, was für Scheiße. Flappen, oh, alle drei im Limit. Hau rein! Ja, das war nämlich seine stärkste Attacke, dieses komische Overdrive, oder wie das heißt. Zack! Das muss man ordentlich draufhauen. Schlag und... Gut. Flim. Slot Machine! Gut. Trifft auch. Geht, ne? Ja, ist okay. Hätte besser kommen können. Naja, egal. So, boom. Bei DC, da ist das kacke, da hast du direkt von Anfang an die ganz große. Ja. Man darf sie nicht zu viel Zeit lassen. Tiefer. Barrett, heile. Cloudy. Cloud kann wenigstens gucken, wie viel Schaden er hat. 1126 hat er noch. Naja. Also, ein Stückchen weniger als die Hälfte. Richtig. Aber das ist machbar. Jetzt heilen wir erstmal wieder die Charaktere hoch. Jo. Dass das wieder einigermaßen passt. Boah, ich so. Bin müde, ey. Ich bin heute seit 7 Uhr irgendwie schon wach, warum auch immer. Kenn ich alles. Gestern war das erste Mal, dass ich mal irgendwie richtig schlafen konnte. Also von wegen ausschlafen, lange schlafen. Aha. Und das war natürlich ausgerechnet der Tag, wo ich dann morgens früher los musste. Wegen Einkaufen. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Nee, das ist mein Glück. Mein typisches Glück. Ah. Da ich jetzt eigentlich sowieso jeden Tag immer um 4 Uhr aufstehe, war das für mich keine große Umstellung heute. Das ist sowieso immer toll. Yeah. Ja. Ach, wegen den Vögeln. Nee, Maloche.
Oh Gott. Aber heute noch nicht. Nee, heute nicht, aber das, wenn du das gewohnt bist, jeden Tag so früh aufzustehen, dann ist das nun mal so eine Sache, ne? Okay. Dann ist wieder so ein Tag, wo man aufsteht und denkt, Mann, warum schläfst du nicht? Dann geht das nicht. Dann sagt der Körper, ne, du schläfst nicht. Oh, der bereitet wieder irgendwas vor. Oh, kannst du ihn unterbrechen? Bitte? Kannst du ihn unterbrechen? Nee, ich glaub nicht. Nee. Nops. 20 Meter noch wach, ja. Bio, obwohl, das bringt gar nichts bei ihm, oder? Nee, Bio bringt da nichts. Deswegen macht Cloud auch bei diesem Angriff immer nur 0 Schaden. Ah. Das ist das Blöde. Autsch. Aber wieder alle drei Limit. Ja, okay, dann war's das. Weil der beim Limit macht er ja wieder Schaden. Eigentlich wäre es da praktisch Ares dabei zu haben, weil die dann direkt nicht mehr hochheilt. Richtig. Aber sie ist ja auch immer von der Gefahr her sehr schnell zu sterben, weil sie nur so knapp 300 Lebenspunkte hat. Hm. Wenigstens hat hier die Limit immer. Die haben die Limit eben immer Priorität. Von daher passt das schon. Rum. Weil das war's auch für ihn. Zack und weg. Weg ist er! Das sieht so aus, als wenn. Ah, okay. Er hat gerade gesagt, Barret hat jetzt sein Limit behalten. Ja. So, 440 Punkte und der MP-Vernichter, die weitere Limit-Attacke von Barret gelernt. Und ein Sternanhänger noch dazu. Wunderbar, klappt doch alles. Bringt der überhaupt was? Ich meine, die MP von dem Gegner zu vernichten. Später bringt er auf jeden Fall was. Oh ja, eine Gesprächsrunde. Na, was machen wir jetzt? Bin ja mal gespannt, was sie machen. Sephiroth lebt. Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Na, spring runter. Ja. Ich hasse es! Und dass wir den Planeten retten? Scheint so. Naja, wenn man das meint. Okay, ich gehe. Wohin denn? Ja, sei doch, runterspringen. Ja, tschüssen. Na, nicht. Ich gehe auch. Ich muss noch ein paar Sachen herausfinden und noch ein paar Schuhe kaufen. Ja. Über das alte Volk? Viele Sachen. Okay. Welche Schuhe sind die günstigsten? Zum Beispiel. Dann heißt es wohl auf Wiedersehen, Midgar. Der hängt natürlich. Sehr praktisch. Moment mal, die sind aber. Wir müssen die erstmal vom Highway runter, dann an den Rand von der Platte und von da an dieses... Weil der Highway hat ja nicht über die Platte hinausgeguckt. Ich gehe in meine Heimatstadt zurück. Bis dahin gehe ich mit dir. Okay. Das ist wohl der Beginn unserer Reise. Du hast Reisen? Ich weiß nicht, aber ich kann sonst nirgends hingehen. Deshalb ist es wohl egal, ob ich gerne reise oder nicht. Stimmt. Was sagt Ares? Weißt du was? Das ist das erste Mal, dass ich Midgar verlasse. Wirklich? Bist du sicher? Bist du besorgt? Ein bisschen. Besorgt? Nein. Vielleicht sehr. Aber ich habe einen meinen Bodyguard, oder? Bist du sicher? Ich nicht. Wir haben zu Ares Mutter gesagt, sie sollen an einen sicheren Platz gehen, damit Marlene auch in Sicherheit ist. Ja, wann das denn? Ja, Mann, doch, haben wir. Obwohl, wir sind unterwegs doch vorbeigekommen, wahrscheinlich. Richtig. Ja, das sollte sie. Ja. Sie sagte, sie wollte nicht in Midgar bleiben. Vielleicht ist das auch das Beste. Stimmt. Tschüssen! Dann gehen wir. Sag mal. Ja, ja. Nee, mach mal eine Text. Wir brauchen einen Führer für die Reise. Natürlich kann ich nur der Führer sein. Der Führer. Meinst du? Naja. Es sollte Cloud sein. Und jetzt stopp. Okay. Geh in Richtung Nordosten zu einer Stadt namens Kalm. Wenn etwas passiert, treffen wir uns dort. Hier, die Platte von Sektor 7 müsste doch eigentlich unten sein. Ja, von Sektor 7 ja. Aber es gibt ja mehrere Sektoren. Ja, aber da steht 7 dran an der Tür. Richtig. Und da ist ja auch ein kleines Stück Luft da oben. Außerdem können wir nicht nur zu fünft durch die Felder spazieren. Zu gefährlich. Teilen wir uns in zwei Gruppen. Okay. Wo ist da? Okay. Ein kleiner Lichtdurchblick war da. Das ist nicht die Platte von ganz oben. So, und dann wollen wir die Gruppe doch mal wieder stellen. Also, wir werden Tifa und Barret in der Gruppe lassen.
So. Dann kannst du auch Cloud rausnehmen. Nee, das geht nicht. Cloud muss ja immer bleiben, das ist ja. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. So, und die anderen beiden sagen schon mal Tschüssen mit Üssen. Ich meine, Cloud nimmt sowieso keiner raus, solange man das nicht muss. Richtig. So. Tja, Leute. Die Weltkarte. Speichern auf der Weltkarte. Auf der Weltkarte kannst du jederzeit das Menü öffnen und speichern wählen, um das Spiel zu speichern. Richtig, und wir rennen noch automatisch auf der Weltkarte. Und wir sollen uns nach Nordosten in eine Stadt Kalm begeben. Doch, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung, es ist mal wieder Zeit für einen Schnitt und für das Ende eines Aufnahmeblocks. Ich bedanke mich bei Deathborn 2048 für die Teilnahme. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich es hatte. Ja. Und wir sehen uns... Kannst du mal bei mir vorbeischauen? Mache ich auf jeden Fall. Und auch die Zuschauer können das gerne machen. Der Kanal wird auf jeden Fall in dem Video verlinkt. Also Leute, schaltet wieder ein bei Let's Play Final Fantasy 7, Sprach der Raven hat immer mehr und Deathborn 2048 hat die Stadt die Schlussworte? Ja.